Hunderassen für Senioren und ältere Menschen. Unsere Top 7. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunde Fantastisch, deinem YouTube-Kanal rund um das Thema Hunde. Die Auswahl des perfekten vierbeinigen Begleiters ist eine bedeutende Entscheidung, besonders in den goldenen Lebensjahren. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, dich dabei zu unterstützen, deinen perfekten, pelzigen Freund zu finden, der genau auf deine Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt ist. Beginnen wir mit der ersten Hunderasse auf unserer Liste, dem charmanten Cavalier King Charles Spaniel. Diese Hunde sind kleine Juwelen, bekannt für ihre liebevolle und anpassungsfähige Persönlichkeit. Sie sind ausgesprochen leicht zu trainieren und vertragen sich hervorragend mit anderen Menschen und Tieren. Ihre moderate Aktivitätsstufe und geringe Größe, die im Durchschnitt bei 30 bis 33 cm und etwa 5 bis 8 kg liegt, machen sie ideal für das Leben in einer Wohnung oder einem kleinen Haus. Mit einer Lebenserwartung von etwa 9 bis 14 Jahren können sie über viele Jahre hinweg dein treuer Begleiter sein. Wenn du einen unkomplizierten, aber liebevollen Begleiter suchst, könnte der Cavalier King Charles Spaniel genau der Richtige für dich sein. Als nächstes richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den entzückenden Bichon Frise. Diese flauschigen kleinen Freunde, die Schnitt nur 23 bis 30 cm groß und 3 bis 5 kg schwer werden, sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch voller Energie und Lebensfreude. Trotz ihrer Vitalität sind sie erstaunlich pflegeleicht und lieben es über alles, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen. Ihre hypoallergenen Eigenschaften und der geringe Haarverlust machen sie auch für Allergiker zu einer attraktiven Option. Mit ihrer aufgeschlossenen und freundlichen Art sind sie ideale Begleiter für Senioren. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 14 bis 15 Jahren können sie viele Jahre an deiner Seite verbringen. Auf dem dritten Platz präsentieren wir den bezaubernden Beagle. Beagles sind für ihre fröhliche und freundliche Natur bekannt. Sie lieben die Gesellschaft von Menschen und kommen hervorragend mit Kindern und anderen Haustieren zurecht. Mit einer durchschnittlichen Größe von 33 bis 41 cm und einem Gewicht zwischen 9 und 11 kg sowie einer moderaten Aktivitätsstufe sind sie perfekte Begleiter für Senioren, die gerne spazieren gehen, jedoch keinen übermäßig aktiven Hund wünschen. Beagles können bis zu 15 Jahre alt werden, wodurch du viele Jahre Freude an ihnen haben wirst. An vierter Stelle steht der vielseitige Pudel. Pudel gibt es in verschiedenen Größen, von Toy bis Standard, was bedeutet, dass es für jeden die passende Variante gibt. Die kleinsten Varianten sind der Toy und der Zwergpudel, die zwischen 24 bis 28 cm groß und 2 bis 6 kg schwer werden. Sie sind bekannt für ihre Intelligenz und Trainierbarkeit. Ihr hypoallergenes Fell macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Menschen mit Allergien. Zudem sind sie sehr anpassungsfähig und können sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten gut leben. Pudel haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 12 bis 15 Jahren. Wir kommen nun zum charmanten Shih Tzu. Shih Tzus sind kleine, liebevolle Hunde, die für ihre ruhige und gelassene Natur bekannt sind. Sie lieben es zu kuscheln und sind oft zufrieden damit, sich einfach in der Nähe ihrer Besitzer aufzuhalten. Bei einer durchschnittlichen Größe von 20 bis 28 cm und einem Gewicht von 4 bis 7,5 kg sowie einem ruhigen Temperament sind sie ideale Begleiter für Senioren. Shih Tzus haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 10 bis 16 Jahren. Bevor wir zur nächsten Rasse kommen,
möchte ich dich bitten, falls dir dieses Video gefällt, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Damit kannst du uns helfen, noch viele weitere spannende Hundevideos zu machen. Außerdem findest du zu allen Hunderassen jeweils noch ein ausführliches Video bei uns. So, lass uns weitermachen. Die nächste Rasse auf unserer Liste ist der liebenswerte Havaneser. Diese kleinen Hunde sind bekannt für ihre liebevolle und ruhige Natur. Sie sind sehr anpassungsfähig und fühlen sich sowohl in einer belebten Stadt als auch auf dem ruhigen Land wohl. Havaneser können bis zu 14 bis 16 Jahre alt werden. Mit einer Größe von 23 bis 27 cm und einem Gewicht von 3 bis 6 Kilogramm sind sie leicht zu handhaben. Ihre liebevolle Art macht sie zu ausgezeichneten Begleitern für Senioren. Der siebte Platz gehört dem anmutigen Malteser. Malteser sind kleine, anpassungsfähige Hunde, die in einer Vielzahl von Umgebungen gut zurechtkommen. Sie sind ruhig, aber auch gerne aktiv, wenn es die Gelegenheit gibt, besonders wenn sie mit ihren Menschen spielen können. Mit einer durchschnittlichen Größe von 20 bis 25 cm und einem Gewicht von 3 bis 4 kg sind sie ideal für Senioren. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 12 bis 15 Jahren, was sie zu langjährigen Begleitern macht. Auf dem achten Platz haben wir erneut den Dackel. Der Dackel ist eine vielseitige und anpassungsfähige Hunderasse, die in drei verschiedenen Größen erhältlich ist: Standard, Miniatur und Kaninchen. Wobei die Miniatur- und Kaninchengröße ideal für ältere Menschen sind. Diese Hunde sind bekannt für ihre lebhafte und mutige Persönlichkeit. Sie sind aktiv, aber nicht übermäßig so, und sie sind zufrieden mit kurzen Spaziergängen und Spielzeiten. Dackel sind auch sehr loyal und werden schnell zu engen Begleitern ihrer Besitzer. Sie sind zwar etwas stur, was das Training herausfordernd machen kann, aber ihre Intelligenz und ihr Wunsch, ihren Menschen zu gefallen, gleichen das aus. Mit einer durchschnittlichen Größe von 13 bis 20 cm und einem Gewicht von bis zu 5 kg für Miniatur- und Kaninchengröße sind sie leicht zu handhaben und zu transportieren. Dackel haben eine beeindruckende Lebenserwartung von bis zu 12 bis 16 Jahren, was bedeutet, dass sie viele Jahre lang ein treuer Freund sein können. Mit ihrer anpassungsfähigen Natur und ihrer loyalen Persönlichkeit könnte der Dackel die perfekte Ergänzung für das Leben eines Seniors sein. Der neunte Platz gebührt dem temperamentvollen Chihuahua. Chihuahuas sind lebhafte, treue und eigensinnige Hunde, die mit ihrer geringen Größe von etwa 15 bis 23 cm und einem Gewicht von 1,5 bis 3 kg gut tragbar sind. Sie sind kuschelig und liebevoll, ideal für diejenigen, die einen Hund mit geringer Bewegungsanforderung bevorzugen. Trotz ihrer kleinen Größe können Chihuahuas erstaunliche 12 bis 20 Jahre alt werden. Und zu guter Letzt widmen wir uns dem Mops. Möpse sind sanfte und liebevolle Begleiter, die mit ihrer verspielten und neugierigen Natur Freude bereiten. Sie sind mäßig aktive Hunde, die gerne spazieren gehen, aber auch gerne auf dem Sofa kuscheln. Bei einer durchschnittlichen Größe von 25 bis 30 cm und einem Gewicht von 6,3 bis 8,2 kg sind sie gut handhabbar. Bedingt durch ihre kurznasigen Schnauzen können Möpse allerdings Atemprobleme haben und sollten anstrengende Aktivitäten vermeiden. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle ist wichtig, da Möpse dazu neigen, übergewichtig zu werden.
Obwohl sie minimale Pflege benötigen und im Allgemeinen gesund sind, ist es ratsam, einen seriösen Züchter zu wählen, der genetische Tests durchführt, um das Risiko bestimmter Krankheiten zu reduzieren. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 12 bis 15 Jahren. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und wir freuen uns darauf, dich bald wieder zu sehen. Bleib gesund und genieße die Zeit mit deinem vierbeinigen Freund. Deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.